Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Redemption. Ich habe gerade eben mal versucht, ins Konvent zurückzukehren, um noch die ganze Heilung aus der Kiste zu holen und verkaufen zu können, die ich dort abgelegt hatte, aber natürlich ist es zu. Nach der letzten Cutscene ja auch nicht anders zu erwarten. Oder allgemein nicht anders zu erwarten. Halt! Diese Fässer, achso, die kann ich eh nicht zerstören. Schade! Hätte sein können. Gibt's hier noch irgendwo eigentlich ein paar Menschen, die ich aussaugen kann? Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Blut. Oh ja, und wie? Hm. Oh Alter. Herr, ich bin zur Jagd auf die Lebendigen, verdammt! Ja, du tötest die doch. Kostet unseren Stahl. Was? Wieso, wer, wo? Halt, Monstrum! Halt, Monstrum! Na, fick dich. Laden. Dann halt nicht. Wieso siehst du mich denn auch? Ist ja doof. Achso, falsch. Obwohl, kann ich bei der Wache nicht auch trinken? Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Nein, kann ich nicht. Schon gut, ich hab's begriffen. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Dann stärke ich mich jetzt eben nicht, meine Güte, und laufe direkt zurück. Da, wo ich hin soll. Manno. Aber wie sieht's hier mit der Frau aus? Kann ich die nicht nochmal aussaugen? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Du trinkst... Oh, wieso werde ich denn ständig gesehen? Das ist doch echt zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ich laufe jetzt so zurück. Mal ganz ehrlich, ohne mich zu stärken. Es ist ja hier nicht auszuhalten. Überall diese blöden Wachen. Halt, Monstrum! Halt, Monstrum! Bitte, 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 bitte. Ich bin kein Monster. Ich brauche doch nur ein bisschen Blut halt, um mich gut zu fühlen. Das ist eine Droge für mich. Also lasst mich. Nicht mal die einfachsten Sachen werden einem hier gegönnt. Lass mich vorbei, Frau. Huch, wo ist sie hin? Ah, da sind sie. Das ist hervorragend, Wilhelm. Unsere Bande mit den Kappadozianern werden sich festigen, wenn wir Garinol über Mercurius' Verrat informieren. Wilhelm, ihr seid ein Brucher, wie er im Buche steht. Selbst unser Urvater Brucher wäre stolz auf euch. In aller Bescheidenheit, Herrin, ich hätte es nicht geschafft ohne Christophs Hilfe. Er hat es gut gemacht. Christoph hat sich bewundernswert geschlagen. Ich denke, er ist bereit, vom bevorstehenden Kampf zu erfahren. Von welchem Kampf sprecht ihr? Der Dschihad. Der große Krieg aller Vampirclans. Die Chimiske gegen die Tremere. Und wir gegen beide. Die Tremere? Die Tremere waren dereinst ein Geschlecht von Magi, ein Teil des Ordens des Hermes. Sie stahlen Kains Geschenk von einem Clansgründer unserer Art, einem Vorsintflutlichen, einem von Kains Enkeln. Sie wollen die ganze Welt unterwandern und beherrschen. Sie verbinden die Macht Kains mit unaussprechlicher Magie. Die Unholder aus den Karpaten, die Chimiske, bekämpfen ebenfalls die Tremere. Die Chimiske sind in die Heimat der Ahnen der Vantru eingefallen, weshalb wir auf seltsame Weise mit den Vantru verbunden sind, die das glorreiche Karthago vernichteten. So haben wir uns mit dem Vampirprinzen Prags zusammengetan, dem Vantru Rudolf Brandl, fürs Erste. Auch ihr habt Grund, die Vantru zu hassen, Christoph.
Ihr führt einen Krieg gegen die heidnischen Barbaren, weil die Vantru deren Führer zu Marionetten machten. Die Vantru sandten sie in den Krieg, um die feindlichen Chimiske zu stoppen. Die meisten Barbaren waren Wiedergänger, Ghule, die den Chimiske dienten. Auch andere Clans unterhalten Zufluchten hier in Prag. Ihr habt die Kappadozianer schon getroffen. Die Nosferatu lauern unterhalb des Friedhofs im Nordviertel. Viele aus König Ottokars Familie, den Prämüssels, sind Ghule der Chimiske. Seit der Ankunft der Tremere in Prag entwickelt sich ein Krieg, für den die Sterblichen arg ausgenutzt werden. Wir müssen dieses Grauen abwenden. Viele sind in Prag verschollen, auch Brucha. Wir hegen den Verdacht, sie sind den Chimiske-Unholden oder den anmaßenden Tremere zum Opfer gefallen. Wir müssen den Verschleppungen ein Ende setzen. Zuerst müssen wir versuchen, den Schaden wiedergutzumachen, der uns durch Mercurios Verrat entstand. Herrin, ich will mich ins jüdische Viertel aufmachen, um den Rabbi vor Mercurios Eingreifen zu warnen. Falls ihr Golem einem feigen Angriff zum Opfer fiel, kann er die Juden vielleicht nicht mehr vor den Chimiske schützen. Wir haben kein Bündnis mit den Kabbalisten im jüdischen Viertel. Und sie haben mächtige Glücksbringer, mit denen sie sich gegen unser Eins zur Wehr setzen können. Es ist unsere Pflicht, die Sterblichen zu beschützen. Sollten wir ihnen diese Nachricht zukommen lassen, schulden uns die Juden einen Gefallen. Doch zuerst gibt es noch viel zu tun. In 3 Nächten könnt ihr die Nachricht überbringen. Nehmt Christoph mit euch. Doch seid auf der Hut. Die Kabbalisten sind nicht gut, auf unser Eins zu sprechen. Okay. Ja, kann es in 3 Nächten nicht schon zu spät sein? Genau. Das ist eine gute Frage. In 3 Nächten kann es zu spät sein. Nur ein Auftrag mit Wilhelm und ihr seid ihm so ähnlich geworden. So sei es. Wilhelm geht mit Christoph heute Nacht ins jüdische Viertel und warnt den Rabbi. Ha! Jetzt können wir unsere Punkte doch nochmal aufwerten, obwohl ich die... Naja, bisher nötige... Ja, wahrscheinlich hatte ich doch eine nötige Erfahrung, stimmt. Das ist jetzt nur allgemein sofort wieder gestiegen. Blutgeschick. Wir können jetzt auch das hier aufwerten, scheinbar. Augen des Tiers. Was macht das denn? Schärft das Augenlicht. Noch nicht einsetzbar. Anwendung bei sich selbst. Mindestens 25 Wahrnehmungen. Ja, die habe ich ja. Ehrfurcht und Blick der Furcht. Verursacht Angst beim Opfer. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist. Das ist halt immer so die Frage. Angst beim Opfer, was war das nochmal? Ist dem Anwender zugetan? Ach so, Ehrfurcht ist wahrscheinlich dann dafür gut gewesen, dass die einem nicht so viel Schaden machen, die Gegner. Ja, toll. verdammt. Irgendwann kann ich auch jemandem... Oh, Moment mal, hier. Gestaltwandel. Achso, das ist ja dann hier der Augen des Tiers. Damit ist das ja nur gemeint. Irgendwann kann auch jemand wecken lernen, habe ich mal gehört. Dann muss man die Schriftrollen nicht mehr ständig kaufen. Was ja schon mal sehr gut ist. Ich denke mal, das kann nicht schaden, diese Fähigkeit zu haben, oder? Ah, so geht das. Tierklauen kann ich auch. Verwandelt die Hände in riesige Pranken. Nö, nicht unbedingt. Blutheilung wäre ganz gut, da einen weiteren Punkt drauf zu geben, denke ich mal. Trinken sollte vielleicht auch verbessert werden. Ich weiß nicht, inwiefern das dann hilft, wenn ich das verbessere. Ich gebe mal einen Punkt einfach drauf. Schaden kann es nichts. Nicht.
Ansonsten. Ja, ich weiß nicht. Stärke vielleicht noch, obwohl ich kann ja hier meine Stärke schließlich auch hochpushen. Ich will mein, aber ich kann auch nur mich stärken, nicht Wilhelm zum Beispiel. Das ist ja doof. Naja, ich gebe auf jeden Fall noch was auf Körperkraft drauf. Das pushe ich mal auch ordentlich hoch. Da habe ich hier schon mal alles auf 40. Hier könnte ich auf jeden Fall was noch hoch machen bei Geistesschärfe. So, 25 sollte schon so überall im Großen und Ganzen sein. Erscheinung. Naja. Bin ja schon ein hübscher Kerl, sehe ja gut genug aus, ne? Charisma vielleicht noch einen Punkt drauf? Fragezeichen. Hier kann ich ja nichts verbessern. Nö. Ich weiß halt nicht, was am wichtigsten ist. Mal ganz ehrlich. Oder dass die Punkte jetzt erstmal so, um sie beim nächsten Mal noch anderen Sachen zuzuordnen. Dingens. Sonst kann ich auch noch da die neue Fähigkeit, die ich da freigeschaltet habe. Moment, mein Blutgeschick hatte ich vorher ja noch gar nicht. Erhöht Geschick. Anwendung bei sich selbst. Ja, warum nicht, ne? Blutwiderstandskraft erhöht die Widerstandskraft. Okay, mehr kann ich hier in dieser Hinsicht eh nicht machen. Ich gebe mal hier an sich noch einen drauf. Und mehr kann ich auch schon wieder nicht. Ne, nee, jetzt ist alles rot. Gut, dann habe ich ja erstmal soweit alles hochgepusht. Passt. Ach, ich hätte doch noch bei ihm jetzt was machen können. Oh. Das sagt ihr mir aber früh, Leute. Ach, er hat seine eigene Erfahrung. Ach so, ja dann. Ach so, ja dann. Du solltest auf jeden Fall größere Körperkraft haben, mein Freund. Widerstandskraft solltest du auch ruhig etwas höher haben, damit du auch was ordentlich aushältst. Da gebe ich dir mal so. Solltest... Geht das? Jawohl. Es gab gute Waffen mit 55 Körperkraft Minimum. Deswegen, dann kann er die schon mal tragen. Das ist gut. Komm, gehen wir... Wohl, habe ich noch eine neue Fähigkeit ja für dich? Naja, allgemein habe ich halt was, ne? Blutstärke, was war das nochmal? Ich habe es vergessen. Naja, kann ich mir eh nicht leisten. Es ist am teuersten sowas. Die Körperkraft und so. Ich glaube, ich kann mir davon sowieso jetzt gar nichts mehr leisten schon. Gebe ich dir noch einen auf Geschick, würde ich sagen, oder? Hast du was nötiger? Nö, eigentlich, es geht. Charisma, Geistesschärfe. Kriegst du einen bei Charisma? Und noch einen. So. Damit sind, denke ich mal, jetzt meine beiden Vampire ganz gut ausgestattet. Okay. Wir haben eine neue Quest. Töten Sie den Golem. Yay, der nächste Bossfight. Hurra.
Zerstören Sie den Golem, der das Nordviertel heimsucht. Nordviertel, ja. Muss das sein. Was sagst du noch zu mir? Ihr habt eure Aufgaben noch nicht zu Ende gebracht. Geht nun. Wir werden uns wieder sprechen, wenn ihr am Ziel seid. Ist ja gut. Das kannst du auch freundlicher sagen. Und was sagst du? Ihr solltet eure Lektion lernen. Wir werden auch unsere Lektion lernen. Aber das werden wir erst im nächsten Part tun. Ich sollte nicht vergessen, jetzt zu speichern, jetzt wo ich meine Fähigkeiten aufgepusht habe. Ich hätte es nämlich beinahe gerade vergessen. Uiuiuiuiui. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier den Part mal beenden. Der dürfte jetzt auch wieder lang genug sein. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sogar Überlänge. Und wir sehen uns dann hier hoffentlich alle gemeinsam im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire the Masquerade Redemption. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hier seht. Vergesst nicht, mir ein Däumchen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat, oder auch einen netten Kommentar zu hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal damit, ihr Lieben. Bye, bye.